Hallo du, wir sind wieder zurück in Little Nightmare. Nimm mal den Ball. Ach so, sie wirft ihn auch, wenn ich die Leertaste los, nee, wenn ich die Maustaste loslasse, dann macht sie es nicht. So, jetzt gucken wir mal, was wir damit machen können. Der Umschalten Lichtschalter zu sein, vermute ich mal da, das Dunkle da oben. Das könnte der, beziehungsweise der Stromschalter sein. Aber wie kriege ich denn da überhaupt irgendwas? Nach oben geworfen. Hat sie. Nee, die hat das nicht. Sie hat den Ball nicht. Manchmal kann man auch irgendwas nehmen und das einfach dagegen werfen. Nee. Nimm das nochmal. Nee, nimm das nochmal. So. Und dann gehst du jetzt mal weg. Du bist so dicht am Strom dran. Nutzt nix. Ach, da kannst du auch hochklettern. Ja, muss man alles ausprobieren, wa? Geht nicht. Ich glaube, sie muss hier ein Schubladenspiel spielen. Schublade rausziehen ein Stück und dann hochklettern und so weiter. Geht nicht weiter. Auf einmal geht das. Eben ging's. Ach, ging nicht alle Schubladen. Das ist es. Man kann nicht alle rausziehen. Warte mal. Das? Geht nicht. Kann ich die noch weiter rausziehen vielleicht? Nee. Ich muss noch mindestens eine Schublade rausziehen. Sie klettert nicht nach links und nicht nach rechts. Solche Sachen macht sie nicht, wenn sie irgendwo dran hängt. Dann springen wir mal hoch. Die kriege ich nicht rausgezogen. Ich müsste irgendwas unterstellen. Und hier ist nichts. Es sei denn, ich hole mir die Steine hier. Da drüben auch. Da kann man auch Schubladen noch rausziehen. Die Schubladen. So, dann versuch mal. Stell dich mal rauf. Macht's ja nicht. Nee. Ist ja auch zu klein, sie braucht was Größeres. Eine Kiste oder so. Das ist mir schon klar, hier geht das. Ist da nicht oben auch was zum Speichern oder sehe ich das richtig? Eine Lampe zum Speichern oder was ist das? Da passiert nichts. Sie kann da durchgehen. Ach so, sie muss das nochmal machen. Wir müssen rennen, was das Zeug hält. Einfach durchrennen. Jetzt wissen wir das ja. So, da muss man erstmal draus kommen. Ich dachte, ich denke, das ist immer so kompliziert. Das ist das Problem. Manchmal ist die Lösung ganz einfach. So, jetzt lauf. Und weiter. Lauf. Weiter, 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 lauf. Wow, wir haben es geschafft. Allerdings weiß ich nicht, es speichert. Also wird nicht noch irgendwas hier kommen, wo wir durchrennen müssen. Also so ein Stromdingen. Ist ja manchmal so, alle guten Dinge sind drei, wie man so schön sagt. Irgendwo geht eine Tür wahrscheinlich auf, wer weiß. Na? Ui. Da guckt ein Auge. Und was passiert? Das lässt uns nicht mehr weiter.
geht nicht. Es haut nicht hin. Wir müssen noch mal. Steh auf und los geht's. Ich muss erstmal testen, eigentlich, ob das mit der Aufnahme hinkommt, mit der Helligkeit und so weiter. Das habe ich auch noch gar nicht gemacht. Müsste ich näher mal machen nach dieser Aufnahme. Müsste ich mal ein Video auf YouTube hochladen und dann mal gucken. Bringt die Matte hier uns irgendwas? Aha, es sind 3 Stufen. Alles klar, dann weiß ich schon. Oh, wir hängen fest. Dann bleib lieber stehen. Warte. Ganz ruhig warten wir. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Und jetzt los. Ja. Da oben ist eine Lampe, eine Speicherlampe. Die nutzen wir mal, sonst müssen wir es alles nochmal machen hier. Gut. Da oben bewegt sich was. Ah, dieser Zwerg. Der zeigt uns, wo wir lang müssen. Doch hier irgendwie. Aha. Nicht alles hat eine Funktion, was hier rumliegt. Manches ist auch nur da, um ein Durcheinander zu machen. So scheint es mir. Ui, ist windig hier. Oh, wer ist das denn? Der sieht komisch aus. Oh. Ich komme nicht unter. Kletter da runter. Wieso hat er mich nicht gesehen? Ich habe Glück gehabt. Schnell weiter, da kommt hier bestimmt gleich her. Puh, geschafft. Ah ne, da drüben kann ich ja hoch. Genau, das haben wir ja auch gerade gelernt. Boah, ich sehe hier gar nichts. Wir haben es geschafft. Jetzt nur hier rein. Ja. So, sehr gut. Spannend arbeiten wir uns weiter voran. Ganz mutig ist die Kleine, muss man ehrlich sagen. Also, hä? Sie hat Hunger. Kann man hier auch Hunger haben in dem Spiel? Aha. Wir sollten dringend was essen, aber hier ist ja nichts. Vielleicht kommt ja gleich was. Da ist jemand. Ist das ein Alien? Ist aufgestanden. Komm, steh auf. Wir können nicht laufen. Ah, okay. Da wirft uns einer was rein. Das ist aber lieb. Wer ist das? Ein anderes Kind? Dankeschön. Das war lieb von dir.
Jetzt sind wir im Duschraum. Und jetzt nicht mehr. Oh, oh, hier ist auch schon wieder Strom. Jetzt fängt es an, komplizierter zu werden. Und wir, ja, das macht man nicht. Wir hätten daneben springen müssen. Wir wachen wieder auf und machen weiter. Unsere Regenjacke schützt uns. Gut, dann wollen wir mal darüber springen. Und zwar hier. Dann müssen wir darüber. Denke ich mal. Ich habe keine Ahnung, aber wir machen es einfach mal. Irgendwie arbeitet man sich Schritt für Schritt weiter. Ja, das bringt sie nicht nochmal, ne? Sie bleibt dann hängen, hält sich fest, aber dann macht sie nichts mehr danach. Tja. Dass sie sich zum Beispiel von Stelle zu Stelle hochspringt, ne? Oder hochklettert oder hocharbeitet, wie auch immer. Das macht sie nicht. Kann sein, dass sie irgendwo was rausziehen muss wieder. Warte mal, da kann man auch hochklettern. Ah ja. Oh oh, was passiert da denn? Da fährt irgendwas raus? Ich glaube, wir beeilen uns. Vielleicht hat das was zu sagen. Oder auch nicht. Speichern. Ja, sehr gut. Hier kommt ja auch eine ganz schwierige Stelle. Und es klappt. Wo müssen wir denn da hin? Ich sehe ja gar nichts. Hier wieder runterklettern? Ah, nein. Toll. Naja, so schnell geht das. So schnell ist man dann weg. Also nochmal, komm, steh auf. Und los. Okay. So weit, so gut. Aber wir haben doch da oben abgespeichert. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Da war doch oben der Speicherpunkt. Nein. Das war jetzt nicht mit Absicht. Och. Ich denke auch, dass es eigentlich ein Konsolenspiel ist. Und deswegen mit dem Controller vielleicht besser geht. Gut, ja. Ich weiß im Moment noch nicht weiter. Wenn ich jetzt hier rüber springe, klettern wir hoch. Und wie geht's dann weiter? Da geht nichts weiter. Dann klettern wir mal hier runter. Da wird mir auch nichts angezeigt. Ah, das kann sein, dass wir rüberschwingen müssen oder so. Oder die Kette hochklettern. Ach ja. Das ist die Lösung, die Kette. Weil rüberschwingen, das hätte gar nicht funktioniert. Das Ding ist viel zu schwer, da, das Teil. Ich versuch's mal ganz hoch zu kommen. Fast ganz hoch. Ja, das habe ich befürchtet, dass sich das Genick bricht. Wir sind zu weit hochgeklettert. Naja, man muss ja alles ausprobieren. Das machen wir hier auch. Zumindest das meiste probieren wir aus, nicht alles. So, jetzt laufen wir hier nochmal durch.
Und jetzt wissen wir wenigstens, was wir machen müssen. Oh. Dann hier lang und hier hoch. Das ist sowieso so ein Zeichen, dass irgendwann mal Gitter ganz rausbrechen und runterfallen, dass man sich beeilen soll und so. Ja. Das kommt dann auch noch. Sehr gut. Und jetzt die Kette hochklettern. Komm. Komm hoch. Fein machst du das. Sehr gut. So, das könnte schon reichen. Oh, ich habe losgelassen. Jetzt habe ich ein bisschen Panik gekriegt. Habe ich doch tatsächlich... Da ist eine Leiter. Nein. Ach so. Ah, ich ahne was. Ich kann die Leiter nehmen irgendwie. Macht sie nicht, die nimmt sie nicht. Ne, das geht auch nicht. Hier sind zwei Dinge. Zwei Schalter. Der geht überhaupt nicht. Ist viel zu schwer für uns. Oh, oh. So, und jetzt? Klettern wir noch höher. Aber da oben ist ja schon Schluss, oder was? Hm. Wir müssen noch wieder runter. Tja, keine Ahnung. Wenn ich da runterkletter, komme ich auch nicht weiter. Was mal los? Ach. Sie springt da immer wieder rüber. Nee, doch nicht. So, jetzt gucken wir mal. Oh. Ah ja, sehr gut. Da hören wir schon wieder was. Was Böses. Da ist wieder eine Stromleitung. Es ist schon ziemlich schwierig, weil sie nicht so viele Fähigkeiten hat. Vieles kann sie halt nicht. Sie kann zum Beispiel nicht von einer Stelle, also von einer Schublade zur anderen sich hochhangeln oder so. Das macht sie nicht. Sie kann nur springen, aber beim Festhalten... So, da. Beim Festhalten hat sie schon ihre... Grenzen erreicht. So, steig mal rauf. Macht's ja nicht. Na? So, jetzt springen wir hoch. Oh ja, ist klar, da fällt sie runter. Wir müssen die Schublade ganz rausziehen. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht. Die gehen nicht. Hm. Nein. Zieh wieder raus, komm. So, jetzt hier hoch. Geht doch gar nicht. Ah, sie musste da... Darüber. Ja, genau. Und dann... Dann hier hoch. Hast ja gut gemacht. Boah, ist das schwierig.
Jetzt los, komm. Hangel dich durch und weiter. Ich weiß gar nicht, was wir hier machen müssen. Ach, das hat was mit dem Gewicht da zu tun, glaube ich. Mit dem Ding hier. Das kann sie runterschieben. Und was kommt hoch? Oh, jo, toll. Ein Galgen. Überall sind Galgen. Oh, nein. Tja, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn nicht, ein Dislike. Schreibt doch mal was in die Kommentare rein. Und wenn ihr noch nicht habt, lasst doch mal ein Abo da. Darüber würde ich mich mega freuen. Und seid doch auch nächstes Mal wieder dabei. Tschö mit Ö.